So, hallo Leute, hier bin ich wieder. Es war längere Zeit ein bisschen still, weil ich auf einem Ferienjob im Auenland war und immer noch da bin. Nichtsdestotrotz mache ich jetzt einfach mal eine Bungo Speed Translation für euch. Dramatische Kameraführung. Okay. Und dramatischer Zoom. Wunderbar. Ich hoffe, man kann das alles vernünftig lesen. Ich habe hier sogar ein Stativ. Das ist kein Bügelbrett, wo das draufsteht. Nicht, dass jemand auf falsche Gedanken kommt. So, wunderbar. Hier sehen wir den Text. Es handelt sich dabei um die Geschichte Goshiki no Shika no Koto aus dem Ujisui Monogatari. Und es ist ein Jataka, also eine Vorgeburtsgeschichte. Ist also im buddhistischen Kontext einzuordnen. Was es mit dem Jataka auf sich hat, später. Bungo Speed Translation, was ist das Ganze? Ich habe das ja nur mal so kurz am Rande erwähnt. Im Grunde genommen übersetze ich einfach nur einen Text für euch. Und den einzigen Service, den es dabei gibt, ist, dass ich Partikeln, aber auch nur die wichtigeren, eingekreist habe, so wie hier oder da. Oder da ist auch noch eine eingekreiste Partikel. Und der zweite Luxus in Anführungsstrichen sind die markierten Verbalsuffixe. Hier haben wir zum Beispiel ein Keri, da haben wir Nu in einer flektierten Form, weil dahinter Substantiv steht in der Rentaike. Das kennen wir alles, wenn wir die Grammatikeinführung uns angeschaut haben und so weiter und so fort. Der Text ist relativ kurz. Ich habe den dreigeteilt und hier kommt der Anfang, der erste Teil. Ich werde jetzt mal nicht mit dem Stift unter dem Text hergehen, weil das sonst zu anstrengend ist. Ich habe hier allerdings Markierungen gemacht. Da sind so Kreise mit Kreuzen drin. Und immer wenn so ein Kreis mit Kreuz kommt, mache ich eine Lesepause und übersetze dann entsprechend und kommentiere das kurz. Wunderbar. Also, die Geschichte ist Goshiki no Shika no Koto. Kore mo mukashi, Tenjiku ni, ni no iro wa Goshiki ni te, Tsuno no iro wa Shiroki, Tasegi Hitotsu Arikeri. Fukaki yama ni no mi sumite, Hito ni shirarezu, Sono yama no hotori ni oki naru kawa nari. Ari, Entschuldigung. Sono yama ni mata tori ari. Kono kasegi o tomo toshite sugosu. So, das übersetze ich folgendermaßen. Es ist keine literarische Übersetzung, sondern möglichst nah am Text, deswegen hört es sich manchmal komisch an. Vor langer Zeit gab es in Tenjiku, das ist Indien, einen Hirsch, dessen Farben am Körper fünffarbig waren und der weiße Hörner hatte. Normalerweise in dem ursprünglichen, in Sanskrit verfassten Jataka, steht natürlich nicht, dass es in Indien stattfindet, aber weil es eine nach Japan importierte Geschichte ist, wird hier nochmal der Handlungsort, nämlich Indien, extra erwähnt. So. Er lebte nur in den tiefen Bergen und war den Menschen unbekannt. In der Umgebung dieser Berge gab es einen großen Fluss. In jenen Bergen gab es auch Vögel oder einen Vogel, hier geht nicht klar hervor, ob Singular oder Plural ist. Und dieser oder diese verbrachten dort ihre Zeit als Freund des Hirsches. Man sieht im ersten Satz, dass es ein Keri gibt, um die Vergangenheit darzustellen. Auf dieses Keri wird dann in den folgenden Sätzen verzichtet, weil einfach der Zeitbezug schon klar ist. So, dann lesen wir weiter bis zum zweiten Punkt. ある時、この川に男一人流れて、すでに死なんとす。我を人を助けようと呼ぶに、この稼ぎ子の呼ぶ声を聞きて、悲しみに絶えずして川を泳ぎ寄りて、この男を助けてけり。Das übersetzt sich folgendermaßen. Eines Tages trieb in diesem Fluss ein Mann und er war kurz davor zu ertrinken. Als er rief, so rette mich jemand, da hörte dieser Hirsch diese hilferufende Stimme und ohne seinem Mitleid zu widerstehen,
schwamm er durch den Fluss und näherte sich und rettete diesen Mann. So, jetzt müssen wir das Bügelbrettstativ einmal tiefer rücken. Wunderbar, wir sind an dieser Stelle, falls jemand die Orientierung verloren hat. Mal schauen, wie weit ich komme. Bis da weiter im Partikel. Schön. Wunderbar. Otoko, inochi no ikinuru koto wo yorokobite, te o surite, kasegi ni mukaete iwaku, nani koto o mochite ka, kono on o mukui tate matsuru beki toyu. Ich weiß, dass ich das Zeichen für Tatematsuru falsch geschrieben habe. Wunderbar. Der Mann freute sich, dass ihm das Leben erhalten blieb, rieb seine Hände und sagte sich zum Hirsch hinwendend: Was kann ich dir heranschaffen, nun da ich diese gute Tat wieder gut machen muss? Hier haben wir zur Einleitung der wörtlichen Rede die Kubo-ho, das ist eine Besonderheit. Und innerhalb der wörtlichen Rede haben wir ein Kakarimusubi, worauf ich nochmal hinweisen möchte. Das ist hier das K, um eine Frage auszudrücken, und das ruft hier hinten die Rentaike hervor. So, weiter zum nächsten Abschnitt. Kasegi no iwaku, nani koto o mochite ka, on oba mukuan. ただこの山に我ありということを弓を人に語るべからず。Der Hirsch sprach: Mit was willst du mir aufwarten, da du diese gute Tat wieder gut machen willst? Nur, dass ich in diesen Bergen lebe, das sollst du absolut niemandem sagen. Weiter geht's. Ware mi no iro go shiki nari. Hito shiri nara, shiri naba. Hada o toran to te kanarazu korosare nan. So. Die Farbe meines Körpers ist fünffarbig. Wenn dessen jemand gewahr würde, so sagte er, dass er meine Haut oder mein Fell bekommen möchte und ich und würde mich sicherlich töten wollen. このことを恐るによりて、かかる辛酸に隠れて、あえて人に知られず。Weil ich mich davor fürchte, verberge ich mich so in diesen tiefen Bergen und lasse es sicherlich niemanden wissen. Mal Stativ-Action. Okay, also wir sind bei Shikaru-o. Shikaru-o, nandi ga yobuku yo kanashimite, mi no yukui o wasurete, tasuke tsuru nari. という時に、男、これ誠に断りない。さらに漏らすことあるまじと返す返すちぎりて去りぬ。Nun aber, wo ich wegen deiner um Hilfe rufenden Stimme traurig war, vergab ich mein eigenes Schicksal und half dir. Und als er so sprach, erwiderte der Mann: Dem widersetze ich mich aufrichtig. Darüber hinaus gibt es wohl nichts, was ich geben könnte. Und so schwor er es wieder und wieder und ging fort. Letzter Satz. Moto no sato ni kaerite, tsugi o okure domo, sara ni hito ni katarazu. Obwohl er in sein Heimatdorf zurückkehrte und Tage und Monate dort verbrachte, erzählte er es niemandem weiter. So viel dazu. Das war der erste Teil von dem Text. Lasse ich erstmal so stehen. Das zweite und das dritte Drittel kommen dann später.